Hallo, willkommen im Tausend-Becker-Report. Heute mit dem Thema Junior-Gold-Aktien. Rücksetzer werden gekauft. Mit jedem Rücksetzer werden Anleger verunsichert. Das ist auch wieder so. Aber es ist keine Korrektur wie im Bärenmarkt, sondern ein kurzer, kleiner Rücksetzer im Bullen. Viele versuchen dabei, den richtigen Zeitpunkt für diese Bewegung bei Junior- und Silberaktien zu finden. Der zugrunde liegende Trend ist unglaublich stark und bei kurzer Zeit wird gekauft. Diese Trends kippen nicht einfach um. Sie gehen geradewegs nach unten. Wenn es Zeit ist zu verkaufen, wird es diese Zeit auch geben. Bleiben Sie einfach geduldig und entspannen Sie sich, wenn Sie bereits investiert sind, dann kaufen Sie, wenn Sie können Junior Penny Gold Aktien mit hohen Potenzialen. Ja, so ist es. Man muss eigentlich, diese Rücksätze sind im Prinzip gut, auch wenn es sich natürlich nicht so anfühlt. Sie haben einfach die Möglichkeit, die Top Penny Gold Aktien, die man jetzt in den zunehmenden Haushalt dieser Goldaktien jetzt eher erkennen kann, kann man noch Top-Positionen weiter gezielt aufkaufen. Das ist das sozusagen das Tolle an der Situation. Natürlich hat man insgesamt natürlich eine Eskalation, wie wir sie ja für Oktober, November erwarten, wo dann vielleicht Silber Richtung 40, $50 steht und Gold Richtung 3000 steigt. Insofern ist es nochmal eine Situation, wo man sein Depot nochmal optimieren kann, weiter Positionen aufbauen kann und das so nutzen sozusagen. Nichtsdestoweniger, die Chartisten oder die Charttechniker sagen, dass eben der Goldanstieg relativ schnell bevorsteht. Erstmal kommt jetzt Silber 33 bis 35. Vielleicht schon ein paar Wochen und dann 2800 ist auch relativ nah, vielleicht im September, also für Gold, laut der Charttechniker in Sicht. Ja, hier ist meiner Meinung nach zum Beispiel polymetallischer Projektgenerator Schweden mit großen Explorationspotenzialen und extrem High-Grade-Bohrergebnissen, 384 Gramm pro Tonne Gold und 855 Gramm pro Tonne Silber. Die haben ungeheuer viele Projekte, wie wir auf der rechten Seite sehen. Polymetallisch auch nach Uran wird exploriert. Viele Genehmigungen sind schon ausgesprochen, was im Land wie Schweden was heißen will. Also Sie sehen, als wir die Aktie da schon mal empfohlen haben, das war Ende 22, Anfang 23, war die noch bei 8 Cent. Zwischenzeitlich ist sie noch 50 Cent gestiegen und jetzt korrigiert. Und Sie sehen, diese Art von Korrektur gab es in der Vergangenheit immer und immer wieder. Damals ist eben dann von 5 oder 8 Cent dann Richtung 22, 23 gestiegen und die Hälfte wieder abgestürzt. Und dann ging es von 10 wieder dasselbe Spiel, aber es ist immer eine höhere Stufe. Und das ist eben eine Korrektur und ein Bullmarkt und das sind letztendlich einfach nur gute Kaufgelegenheiten. Und das meine ich im Prinzip damit. Solche Top-Aktien müssen einfach die Position erhöht werden, denn letztendlich geht es darum, von dieser Art Aktien 10.000, 100.000 oder Millionen im Idealfall zu haben. Natürlich werden sich nicht alle so gut entwickeln wie die. Die hatte bei einer geringen Marktkapitalisierung gestartet, ist jetzt auch nur noch erst bei 43 Millionen. Ich meine, irgendwann steigen die vielleicht auf 400, 500 Millionen. Und dann sehen wir vielleicht die Kurse irgendwie 3, 5, vielleicht irgendwann wert zwischen 5 und $10. Man konnte die vor gut einem Jahr noch vor 5 oder 10 Cent kaufen. Also insofern die Rückschläge nutzen. Das ist ein ziemlich interessantes Unternehmen. Aktuell auch viel Aktivität, zum Beispiel auf ihrem Projekt Comtable in Mittelschweden, wie Sie auch auf der Karte sehen, wurden sehr gute Kupferbohrungen auch gemacht. Also wie gesagt, polymetallisch, sehr hochgradiges Gold und Silber, auch Uran. Genehmigungen liegen alle vor. Meiner Meinung nach sehr interessant, sich mal anzusehen. Wie immer ist es natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, steigt Gold analog der 1970er von 2000 auf $8.500. Genau das kann passieren. Wie es eben 1979 passiert, in der Korrektur ging Gold von $200 auf 850 hoch. Das erwartet jetzt, gerade jetzt auch heute, angesichts der Korrektur überhaupt keiner, dass sich jetzt Gold erstmal schnell vervierfacht. Nichtsdestoweniger ist es dieselbe Situation, wenn nicht noch viel, viel, viel extremer. Und die Goldaktien damals konnten nicht manipuliert werden. Man hatte nicht so die Mittel dafür. Heute hat man hier, heute haben wir eine Verzerrung, die ist unvorstellbar. Und das könnte dann zu ähnlichen extremen Ergebnissen führen, wie wir sie damals hatten. Da gingen Goldaktien um das 100-, 200-, 300-fache hoch.
Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu klassifizieren, Potenzialfaktor zu errechnen, wenn es möglich ist, Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen. Portfoliovorschlag kann ich Ihnen auch zu erstellen. Mit Brokers, mit denen Sie arbeiten können, Swissquote in der Schweiz, können Sie auch als wenn nicht Schweizer Wohnsitzen, Depot eröffnen. flatex DEGIRO kann man vielleicht in Österreich oder Deutschland verwenden. Wichtig ist, an den Heimatbörsen, Toronto Stock Exchange beispielsweise, zu kaufen, weil dieser Markt wesentlich liquider ist und auch günstiger als zum Beispiel an den deutschen Börsen. Goldeinlagerfirmen, Gold Avenue, die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft können Sie nutzen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht auch ein Like geben. Das würde insgesamt die Aufmerksamkeit für diesen Kanal erhöhen bei YouTube. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.